Hallo, heute will ich euch kurz ein Tutorial zeigen, wie ihr zwischen den Accounts switchen könnt, beziehungsweise wenn ihr das eventuell nicht mehr könnt, wie ihr das machen könnt. Weil normalerweise ist es so, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit BlueStack spielt oder halt Android, wie auch immer, dann könnt ihr ja hier sagen, okay, ich verbinde mich mit einem anderen Account, das ging bei mir nicht mehr. Ich konnte verbinden klicken und dann war genau dasselbe. So getrennt und dann nochmal verbunden und das war's. So. Jetzt erscheint bei mir hier was. Klar, sind natürlich rausgeblendet. Und jetzt kann ich halt eben zwischen den switchen. Ich nehme jetzt meinen zweiten. Zack. Laden. Bestätigen. Zack. Bestätigen. Okay. So, das ging die ganze Zeit nicht. Das möchte ich euch jetzt kurz zeigen, wie das funktioniert. Weil sonst sitzt man da, ja, wie geht denn das? Und zwar geht ihr in dem Fall einfach raus aus dem Spiel selber. Geht in die Einstellungen, also könnt ihr auch genauso hier alle Einstellungen, BlueStacks Einstellungen. Und dann habt ihr hier Konten verwalten, Google Konto und dann entweder ihr habt halt mehrere vorhandene Konten, ist ja in dem Fall dann so vorhandenes Konto, dann gebt ihr die ein und dann könnt ihr auch zwischen diesen Konten wechseln. Das war bei mir so, ich hatte halt eben nur das eine drinne und deswegen konnte ich nicht zwischen den Konten wechseln. Ich hoffe, es hat euch geholfen, weil wie gesagt, so eine Sachen sind halt immer so ganz wichtig. Man sitzt da, warum geht das jetzt nicht mehr? Von einem auf den anderen Tag ging das halt bei mir nicht mehr. Wenn euch das geholfen hat, wäre ich super froh, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Das war's von mir. Wenn ihr noch andere Fragen dazu habt, einfach nochmal rein in die Kommentare. Ciao, ciao.